Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr so lustige Augen häkeln könnt für eure Halloween-Deko. Wir brauchen Wolle in Schwarz und Weiß und eine weitere Farbe, je nachdem, wie eure Iris werden soll. Eine Häkelnadel in der passenden Stärke, eine Fadenschere, eine Nadel zum Vernähen, etwas Füllwatte, viel wird nicht gebraucht, und ein Markierungsfaden, Maschenmarkierer, was ihr zur Hand habt. Wir beginnen mit Schwarz. Wir machen einen Fadenring und in den häkeln wir 6 feste Maschen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir ziehen den Fadenring zu. Stechen in die nächste Masche ein und wir wechseln jetzt direkt auf die nächste Farbe, in meinem Fall blau. Ich schneide den schwarzen Faden ab. Dann ziehen wir den blauen Faden durch. Unsere erste Masche und dann verknoten wir hier die Endfäden miteinander. Nachdem das nur ein Dekoteil ist und man das später nicht sehen wird, können wir uns die Arbeit sparen, so viele einzelne Fäden zu vernähen. In dieser Runde wird jede Masche verdoppelt, also setzen wir hier noch eine zweite Masche rein und machen das die ganze Runde lang. Immer 2 Maschen in einer Masche. Wir stechen wieder in die nächste Masche ein und schneiden den Faden ab. Und dann wechseln wir zu Weiß. Ziehen den Faden durch. Häkeln gleich unsere erste Masche und verknoten das direkt wieder miteinander. So, weiß auf weiß, das sieht man schlecht. Schauen wir mal, ob das besser geht mit der anderen Unterlage. So, kann man das so besser erkennen? Wir machen eine zweite Masche rein und verdoppeln jetzt jede zweite Masche. Also in die nächste eine. Dann 2 Maschen in eine und dann wieder eine Masche. Das machen wir auch die ganze Runde lang. So. Achso, wir brauchen gar keine Kettmasche mehr. Wir arbeiten jetzt weiter in Spiralrunden. Aber ich habe das Gefühl, so sieht man es auch nicht wirklich viel besser.
Auch wenn es weiß auf weiß ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man erkennt das trotzdem besser. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie man das besser sehen kann, mit der hellen oder mit der dunklen Unterlage. Ich lege jetzt meinen Markierungsfaden ein und verdoppel jetzt jede dritte Masche. Also in die erste eine, in die zweite eine und in die dritte zwei Maschen. Das machen wir die ganze Runde. In der nächsten Runde verdoppeln wir jetzt jede vierte Masche. Also in die erste eine, in die zweite eine, in die dritte eine und in die vierte zwei. Das machen wir auch wieder die ganze Runde. So, wir machen zwei Reihen, in denen wir jeweils eine feste Masche in jede Masche häkeln. Unser Auge nimmt langsam Gestalt an. Wir beginnen jetzt mit den Abnahmen. Wir häkeln in die nächsten zwei Maschen jeweils eine feste Masche und die dritte und vierte Masche stechen wir jeweils nur in das vordere Maschenglied ein, holen den Faden und häkeln die Masche normal ab. Somit haben wir zwei zusammengehäkelt. Also eins und eins und dann die nächsten zwei zusammen. Das machen wir natürlich die ganze Runde lang.
Wir häkeln jetzt eine feste Masche und dann die zweite und dritte Masche zusammen. Also ein Häkeln, eins, zwei zusammen häkeln. Eine feste Masche und die zweite und dritte zusammen häkeln. Und auch das machen wir die ganze Runde lang. Dieser Reihe stopfen wir da mal alles in das Auge rein, was da noch rumhängt. Und füllen das mit Füllwatte auf. Ach, das erkennt man wieder schlecht hier. Kann man besser sehen. Und jetzt häkeln wir einfach jede Masche zusammen. Das machen wir einfach so lange, bis dass diese Öffnung hier hinten relativ klein geworden ist. Eine mache ich noch. Und dann schneiden wir den Faden ab, ziehen den einmal durch und wedeln den in eine Nadel ein. Und dann gehe ich jetzt immer nur in das vordere Maschenglied rein und fädel da meine Nadel durch. Und dann einmal kräftig zuziehen. Dann steche ich mir hier einfach mal durch, bis ich an der Seite rauskomme. Und dann vernähe ich mir den Faden, indem ich einfach zwischen den Maschen durchgehe. Und dann noch einmal zurück. Dann steche ich nochmal durch, schneide mir den Faden ab und dann könnt ihr das einfach in der Hand nochmal ein bisschen zurecht formen und habt dann lustige, glubsche Augen für eure Halloween-Deko. Ist schnell und einfach gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in meinem nächsten Video. Tschüss!